So muss ein Schwimmbad in den Sommerferien aussehen. Strahlender Sonnenschein, fröhliche Badegäste und wachsame Rettungsschwimmer und Bademeister, die für die Sicherheit sorgen. Wenn viele badehungrige Menschen gleichzeitig im Wasserbecken nach Abkühlung suchen, ist es wichtig, dass wachsame Augen den Überblick behalten. Was aber haben die gelernten Schwimmmeister und ihre Auszubildenden zu tun, wenn das Wetter einmal nicht mitspielt? Auch wenn Wolken den Himmel verdunkeln, ein kühler Wind weht oder es sogar regnet und somit das Schwimmbad wie leergefegt ist, gibt es für die Bademeister aus dem Karl-Miller-Bad immer etwas zu tun. Bei gutem Wetter haben wir jetzt vermehrt den Aufsichtsdienst am Schmecken und jetzt die Betreuung der Badegäste steht im Vordergrund. Ansonsten haben wir morgens dann immer noch die Anlagenpflege und die Wasseraufbereitung, Werte messen. Das machen wir bei jedem Wetter, sei es jetzt so gut oder schlecht. Und bei schlechtem Wetter haben wir jetzt die Instandhaltungsarbeiten im Vordergrund gesetzt und Reparaturarbeiten, Ausbesserungsarbeiten, Grünanlagenpflege und Reinigungsarbeiten. Ein besonderes Augenmerk wird hier auf die Wasserqualität gelegt. Dafür müssen die großen Filteranlagen bedient und gewartet werden. Aber auch die Tauchgänge zur Reinigung des Beckens zählen zur täglichen Arbeit, damit die Badegäste auch beim nächsten Besuch im Schwimmbad das kühle Nass richtig genießen können.